So, schauen wir mal, was der Martin so macht. Da, unter der Britschnur. Martin, hallo! Philipp, Alter, hast du mal eine geile Britsche schon gesehen? Ja, super ist der. Was gehst du auch mit der? Na, weggeschmissen. Alles weggeschmissen? Ja, so ehrlich muss man sein, wir schmeißen das auch. Ah, nicht schlecht, ja. Erst, aber schön, dass du da bist. Ja? Hast du schon gesehen? Wir sind in der Zeitung. Mit dem LKW quer um die Welt. Pass auf, es steht nämlich unter Handwerk drin. Die kennen wir uns nicht. Martin Donalds kaufte einen Zirkus-LKW und baut diesen zurzeit zu einem Expeditionsmobil um. Wisst es natürlich schon, weil sie es im YouTube-Kanal verfolgt, andere nicht. Aber wenn es den Artikel von der Tanja Bata in unserer Volkszeitung in der Neuen lesen wollt, ja, verlinken wir euch unten. Ja. Danke Tanja, hast cool geschrieben, hat uns super gefreut, ja, dass auch die ganzen Leute in unserer Umgebung, die was sie alle denken, Alter, wieso der LKW in der Einfahrt steht, dass die da ein bisschen Bescheid wissen. Und es fährt nach Griechenland, habe ich gelesen, das ist super, mehr auch nächstes Jahr. Ja, grundsätzlich fahren wir überall hin. Der Philipp wird wahrscheinlich einmal früher dort sein wie wir, wird sich das einmal anschauen, da, wie wir da fahren können. Manche. Aber Martin, ich bin ganz aus einem anderen Grund eigentlich da. Das gibt's gar nicht. Der Schnee kommt nächste Woche. Du bist ein Bier da. Das ist schon da nicht. Aber nächste Woche kommt der Schnee. Ja, genau. Nein, da, geht's da nicht gut, wenn das alles angeschnitten wird? Das nein, gar nicht. Eigentlich super beschissen. Da haben wir eh schon ein bisschen Gedanken gemacht. Natürlich in SK jetzt strahlen lassen, grundiert haben wir, lackiert haben wir. Ja, und jetzt haben wir uns ein bisschen beschäftigt, wie wir das weitermachen mit Versiegeln. Du hast ja beim LT, das, was hast du drauf gehabt? Du hast irgendwas drauf gehabt, glaube ich, gell? So Versiegelung. Genau, beim LT hat das quasi genauso angefangen, ja, nur ist halt der Ring gestanden. Und da haben wir eben die Versiegelung genommen, das beim LT-Video verlinken wir euch oben. Da haben wir das auch schon kurz erwähnt, ja, da haben wir von InnoTech gehabt, so ein High-Temp-Wachs, wenn du dich auf das erinnern kannst. Ja. Das ist braune, glaube ich. Ein braunes, ja, ein super Leibwand zum Verarbeiten. Ja. Und beim LT wirklich, LT war ja wirklich auch so, du weißt ja das, wir waren da ein paar Mal im Erzberg und ein bisschen unterwegs und hin und her, das haben wir immer overkirchert mit dem Kircher, Vollgas, mit Dampf und alles Mögliche. Ja. Und das ist wirklich Problem, ja. Und ich bin so begeistert von dem Zeug, dass ich mir überlege, wir werden vielleicht InnoTech anrufen, okay, ja. Ob wir da, ob die mitspielen wollen da bei unserer Geschichte. Servus Martin! Hey! Bist du der ich suche? Der InnoTech-Mann, du bist der, den was ich suche! Hallo, servus! Grüß dich! Martin, guten Morgen! Stefan! Super! Ich bin der Anwendungstechniker der Firma InnoTech. Du bist der InnoTech-Mann. Meine Situation ist, wir haben den Mercedes, haben wir einen Rahmen und alles sandstrahlen lassen, grundieren lassen, lackieren lassen und jetzt interessiert es mich oder ur viel zu scharf uns wahrscheinlich, wie wir das konservieren. Weil ich habe jetzt schon gesehen, dadurch das Auto ein bisschen draußen steht, ja, durch den Regen und so, fängt es schon so ein bisschen zwischen die Blattfedern und so überall so ein bisschen mit Rost schon wieder zum Ausserrinnen an. Ja. Und das will ich jetzt unterbinden mit irgendeinem Konservierungsschutz. Ja. Was kann ich machen? Ja. Wie gehen wir das an? Wir haben schon ein bisschen geredet am Telefon, darum habe ich gleich mal was mit reingebracht. Das ist unser Heitemplatz Pro. Das ist ein Konservierungsmittel, was wir jetzt im Fahrzeugbereich und auch im Industriebereich sehr viel einsetzen. Ein großer Vorteil ist der Marktwert von unserem Produkt. Marktwert wird da vielleicht was sagen oder nein, nichts sagen. Das ist die maximale Arbeitsplatzbelastung. Das heißt, wir dürfen 200, der Mitbewerb darf 20 haben. Also ich kann in einem Raum mit unserem Wachs 10-mal so viel spritzen wie der Mitbewerb. Also es braucht sich keine Sorgen machen, der Martin braucht halt keine Schutzmasken, obwohl wir in der Halle sind quasi. Ja. Also das ist ein großer Vorteil. Der nächste große Vorteil ist, dass ich ein perfektes Fließverhalten habe, dass es kaum einen Nachtropfen gibt und alles, es rinnt mir nicht ab, außer das, was halt rein durch die Schwerkraft einfach nur absinkt. Gell? Das ist halt unwichtig. Und was ganz wichtig ist auch,
minus 40 bis 170 Grad temperaturbeständig. Also das heißt, wenn du die Sonne drauf scheinen hast, da rinnt nichts. Wenn ich vorher nach Sibirien und dann nach Tunesien... Kein Problem, das Wachs bleibt immer gleich in der Konsistenz. Es wird nicht hart, springt nicht ab oder es rinnt dann nicht fort, wenn es heiß ist. Geben tut es in transparent, ja, braun und schwarz. Wir versuchen, die Wachse oder unser Material so zu konzipieren, dass es auch den neuen Umweltauflagen entspricht. Und du wirst sehen, im Gegensatz zum Mitbewerb, du hast da keine Gefahrenhinweise mehr drauf. Da gibt es kein Lungenzeichen drauf, da gibt es kein Brandschutzzeichen drauf. Also wirklich von den Eigenschaften her besonders hervorragend. Also. Und nicht brennbar. Also wenn man was umbauen tut oder sonst irgendwas, im abgelüfteten Zustand kann nichts passieren. Also Philipp, wenn uns das Bier mal ausgeht, können wir innen den Quacks trinken. Sind wir innen konserviert. Dann bist du innerlich konserviert und hältst ewig. Ja, oder auch nicht. Oder eher nicht. Das ist eine leichte Unterbrechung durch Regen von dieser Seite. Das geht gleich weiter. Ein bisschen erwärmt. Der Innerdeck. Muss man auch schütteln. Zwei Minuten hat er gesagt. Zwei Minuten. So, fertig. Zwei Minuten um. Da, schon sogar Innotec. Das ist nicht gut. Nehmen wir das ab. Und eigentlich, wenn es nicht fragst, schaut das ein bisschen aus. Wie schaut das aus? Das schaut ein bisschen aus wie Stiersperma. Und du spritzt das auf der Auto auf, wenn er sehr was. Hightech Bugs. Action. Den Expeditionsfahrzeug selber bauen, hättest du das so vorgestellt? Ja, wenn ich 10 Jahre zu alt. Darum auch bei der Pistolen ganz wichtig, unter 3 Bar Druck fahren, dann hat man nicht viel Vernebelung, dann hat man auch nicht viel Staubeinwirkung und alles, okay, in der Halle. Gell? Viele machen den Fehler, die fahren mit 10 Bar oder 12 Bar, natürlich ist dann alles, was da in der Halle ist, auch dementsprechend konserviert. Schaut alles furchtbar aus dann. Ne? Ja. Mhm. Ja, das ist auch, glaube ich, ein großer Fehler von manchen, die was mit sowas arbeiten wollen. Ja. Sie haben zwar ein super Material, ja, fahren aber da mit viel Druck rein und verblasen das meiste und dann wundern sie sich, wieso es nicht so weit kommen mit der Dosen, sage ich jetzt einmal. Richtig. Es gibt Spraydosen auch. Spraydosen? Es gibt die Literdosen, es gibt die Spraydosen. Und die Faseln. Ne? Alles in die 3 Formen, ja, und auch die Faseln mit 60 Liter. Aber wir sagen zum Beispiel für einen PKW Unterbau und Rothäuser und das Ganze außer zu spritzen, in etwa um die 3 Liter. Um die 3 Liter. Also 3 ich schätze, wir werden da für den Rahmen zwischen 8 und 10 bis 12 Dosen vielleicht brauchen, wenn du alles dementsprechend konservierst. Ne? Schöner zu verarbeiten, je wärmer das Material ist. Ne? Also Raumtemperatur ist schon optimal. Es ist auch nicht unbedingt jetzt notwendig, dass ich alles komplett entrosten tue, also dass ich blank bin, sondern es reicht, dass der ganze Flugrost und alles herunten ist, dass ich mit der Drahtbürste drüber fahre, dass ich das, okay, abstaub, sauber mache. Was will ich erreichen mit dem Wachs? Ich will einen
einen Wasserabschluss erreichen und einen Luftabschluss. Ne? Genau. Und beides verhindert, dass die Korrosion unter dem Abschluss schneller weitermachen wird sie immer, weil dann müsste der Sandstrahlen alles komplett. Ne? Ja. Aber das ist so schnell fortschreitet, wie wenn ich nichts drauf habe. Ne? Okay. Weil es einfach luftdicht abgeschlossen ist und wasserdicht abgeschlossen ist. Ne? Wir gehen sogar her, dadurch, dass das Wachs 170 Grad temperaturbeständig ist und spritzen einen Eintopf mit. Okay. Haben wir auch kein Problem, nicht? Beim Auspuff und das alles. Nicht? Also brauchst du halt unbedingt aufpassen. Richtig, nicht? Ich habe schon Kunden gehabt, die haben nicht nur einen Eintopf gespritzt, sondern die haben bis 4 gespritzt. Dann hat es zwar ein bisschen gestunken, aber dadurch, dass das Wachs nicht brennbar ist, ist nichts passiert. Nicht? Ja. Sonst hast du dann keine Probleme. Ja, ja. Wenn ihr es noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare unten. Ja? Die Sachen, ja? Alle, was wir da sehen, ja? Ist ein neues Angebot. Shop.at, Wolfshop.at, so heißt es. Könnt ihr euch das alles organisieren, ja? Alles, was man so braucht zum Expeditionsfahrzeugbau. Ja? Außer den Herrn von Innotec, den kriegt man wieder. So, Martin, hast du das so professionell gemacht? Jetzt ist der Innotec-Mann gedoppelt, oder? Anna? Ja! Das ist doch der Innotec-Mann! Ich bin nicht der Innotec-Mann. Der Innotec-Mann, der Stefan, hat leider nur seinen Mantel vergessen. Kriegt er natürlich wieder, ich habe nur kurz ausgepackt. Danke Stefan für die leibende Erklärung, danke für den Mantel kurz. Ja, dann sind super, der leibende Produktkatalog da lassen, ja. Da finden wir alle Produkte drin, was können, wie es machen, wie du es verarbeiten kannst, alles mögliche, super leibend, ja. Fazit zu der ganzen Geschichte, ja. Wir haben den ganzen Rahmen einlassen, ja, mit dem Hightemp-Wachs, ja, mit in transparenter Farbe, ja. Da zum Beispiel seht ihr zum Beispiel so ein bisschen ein Randl, ja. Wenn man das erkennen könnte, ja, da zum Beispiel haben wir ein bisschen mehr Auftrag, ja, bei den ganzen Lagerpunkten, ja, dass es wirklich hinten rein kraxelt. Was auch ganz leibend ist, was ich jetzt persönlich nicht gewusst habe, ja, dass man das High-Temp-Wachs, ja, kann man auch für Hohlraumversiegelung nehmen, ja. Also das haben wir in die Tieren reingespritzt, das haben wir in die Hohlräume reingespritzt, das haben wir in den Raum reingespritzt, ja. Bei mir war der spezielle Fall zum Beispiel, dass wir eben einen doppelten Rahmen haben, ja, das sind quasi zwei C-Profil der Rahmen, ja. Da hat er uns der Stefan noch eine Dosen da lassen, ja, mit einem langen Schleichel, ja. Das gibt es nämlich auch in Literform mit der normalen Dosen zum Spritzen und dann mit so einer Spraydosen. Das ist sehr leibend. Mit der Spraydosen kann man dann nur noch leibend einen spritzen, wo man mit der großen nicht so dazu kommt. Das, was er uns auch noch erklärt hat, mir den Philipp, ja, wo wir so da gestanden sind. Ja. Wenn ihr das Transparente habt, ja, und es wisst jetzt nicht ganz genau, wo es oben ist oder wo es nicht oben ist, hat er gesagt, der Stefan, hey, was hat er gesagt, Philipp? Nehmt auch UV-Lampen, weil da ist eine UV-Komponente drinnen, genau. Dass du siehst, wo du wieder gespritzt hast oder nicht. Also, wenn du mit der UV-Lampen durchleuchst, siehst du genau, wo es gespritzt und wo es nicht ist. Genau, und wir bestellen uns jetzt auch nicht, ich verlinke euch gleich da unten, weil dann können wir nämlich... Genau, dann können wir sich das einmal anschauen. Alles anschauen, wo was ist, genau so ist. Danke an die Firma Innotec, kann man nur weiterempfehlen, wir haben es gemacht. Eben, bei LD hat es super gehalten, bei MSK hat es auch super gehalten und das, was vielleicht auch seht, ja. Jetzt ist der Raumann eher so matt. Klar, wenn wir jetzt was drüber da haben, zwar eine transparente Geschichte, aber es ist eher so matt, ja. Vorher war es glänzend, aber das darf dich halt nicht stören, wenn es irgendwie... Das geschützt haben willst. Wenn du das geschützt haben willst. Was vielleicht noch anzumerken ist, unsere Konstruktion mit den Heizlüftern und so. Das ist zwar super fürs Erwärmen vom Material, aber ja, es verteilt den Sprühnebel rundherum und unsere ganze Halle mit allen Inhalten, alle Sachen, was drinnen sind, ist jetzt auch konserviert. Ja, aber bei Philipp seiner Halle rostet cool, nichts mehr. Ganz cool, da rostet gar nichts mehr. Rostet nichts mehr. Wenn euch das gefallen hat, Daumen rauf, liken, abonnieren, ganz wichtig. Ganz wichtig. Und dranbleiben. Auf jeden Fall, es kommen noch leibende Videos. Bleibt's dran, wir sehen uns beim nächsten. Ciao, grüß euch. Viert euch.